Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe aus der Pluspunkt Apotheke Friedeburg. Ich arbeite hier als PDA und bin Fachberater für Kinderheilkunde. Die erste Erkältungswelle bei Kindern ist da. Der RS-Virus, das humane respiratorische Syncytial-Syndrom, sorgt aktuell für Schniefnasen und Halsschmerzen in den Kindergärten. Der RS-Virus ist ein weltweit verbreiteter Erreger von akuten Erkrankungen der oberen und unteren Atemwege in jedem Alter. Vor allen Dingen Säuglinge, Neugeborene und Kleinkinder sind davon betroffen. In Saisonalität und Symptomatik ähnelt die RS-Virus-Infektion einer Influenza. In Mitteleuropa ist die Inzidenz von November bis April am höchsten. In den anderen Monaten kommen sporadische Infektionen auf. Das Virus befällt den Respirationstrakt. Das sind alle Organe, die in irgendeiner Art und Weise mit der Atmung in Verbindung stehen, beginnend bei der Nase. Vor allem betrifft es die Schleimhäute der oberen Atemwege, das Flimmerepithel der Luftröhre und der Bronchien. Dort bewirkt es eine Verschmelzung der betroffenen Zellen zu Syncytien, welches dem Virus den Namen gibt. Normalerweise heilt die Erkrankung von selber aus. Der Mensch ist das einzige relevante Reservoir für die humanen RS-Viren und sie verbreiten sich über Tröpfchen- oder Schmierinfektionen. Wie gesagt, RS-Virusinfektionen betreffen jede Altersgruppe. Neugeborene und junge Säuglinge können in den ersten 4 bis 6 Lebenswochen die durch die Plazenta übertragenen Antikörper vor einer RS-Virusinfektion geschützt sein, während Frühgeborene durch die fehlenden Antikörper der Mutter schneller oder schwieriger an einer RS-Virusinfektion erkranken können. Während des ersten Lebensjahres erkranken ca. 40 bis 70% und bis zum Ende des zweiten Lebensjahres alle Kinder nahezu einmal mit einem RS-Virus. Diese schützt zwar nicht lebenslang vor einer erneuten Infektion, aber die meisten Reinfektionen sind weniger schlimm im Verlauf. In der Regel begegnen Kinder jedes Jahr dem RS-Virus und bauen somit einen Immunschutz auf. Diese Hilfe zur Abwehr der Erreger fehlte im vergangenen Jahr durch geschlossene Kindereinrichtungen und Schulen. Maskenschutz, Abstandsregelung und Kontaktbeschränkungen führten auch dazu, dass fremde Erreger neben dem SARS-CoV-2 sich nicht verbreiten konnten. Das Immunsystem von Kindern befindet sich noch in der Entwicklung. Der regelmäßige Kontakt mit unbekannten Erregern ist notwendig, um ein Immungedächtnis aufzubauen. Kurz gesagt, die körpereigene Polizei wurde so mit neuen Informationen im letzten Jahr nicht versorgt. Die Inkubationszeit, also die Zeit zwischen der Infektion mit dem Krankheitserreger und dem Ausbruch der Symptome, beträgt ungefähr 3 bis 8 Tage. RSV-infizierte Personen können schon einen Tag nach der Ansteckung und noch vor Ausbruch der Symptome ansteckend sein. Die Ansteckungsfähigkeit beträgt ungefähr 3 bis 8 Tage und bei normalen, gesunden Menschen klingt die ungefähr nach einer Woche ab. Frühgeborene, Neugeborene oder immunsupprimierte Personen, bei denen das körpereigene Immunsystem unterdrückt wird, können den RS-Virus über mehrere Wochen, sogar Monate ausstoßen. Im Krankheitsverlauf werden in der Regel in den ersten Tagen Symptome der oberen Atemwege wie Halsschmerzen, Schnupfen und Husten beobachtet, was im weiteren Verlauf von innerhalb von 3 Tagen zu Entzündungen der unteren Atemwege mit vermehrt Schleim oder Atemnot führen kann. Bei älteren Säuglingen und Kleinkindern ist eine RS-Virus-Infektion die häufigste Ursache für Erkrankungen der unteren Atemwege und eine damit verbundene Krankenhausaufenthalt. Die Dauer der Erkrankung beträgt ca. 7 Tage, eine Reinfektion, also eine erneute Ansteckung, ca. 3 bis 12 Tage, wobei der Verlauf viel milder ist als bei einer Erstinfektion. Die Epithelien regenerieren sich innerhalb von 4 bis 8 Wochen. Von den Erstinfektionen verlaufen ca. 2% mit so ausgeprägten Symptomen, dass es zu einem Krankenhausaufenthalt kommt. Bei den stationären Fällen verlaufen ca. 1,7% tödlich. Bei ca. 5% der Kinder entstehen im Laufe der Erkrankung Pseudogrupp. Und auch eine RS-Virus-Infektion kann ein Risiko für einen plötzlichen Kindstod bei Säuglingen sein. Eine überstandene Erkrankung erzeugt aber keinen lebenslangen Schutz. Es kann jederzeit zu Reinfektionen kommen, die aber milder verlaufen als bei dem ersten Mal. Eine zusätzliche Erkrankungen mit Bakterien kommen bei RS-Vireninfektionen eher selten vor. Dagegen ist eine Doppelinfektion mit weiteren respiratorischen Viren möglich. Eine häufige Komplikation der RS-Virus-Infektion ist die akute Mittelohrentzündung. Bei ca. 3/4 der Fälle
bei akuten Mittelohrentzündungen bei Kindern unter 3 Jahren ist ein RS-Virus allein oder in Verbindung mit einem anderen respiratorischen Virus nachgewiesen. Ein Genomnachweis mittels PCR dient spezifisch, schnell und hochsensibel, selbst bei geringer Viruslast in der Probe, dem Erregernachweis. Eine direkt wirksame Therapie gegen die RS-Virus-Infektion existiert nicht. Die Therapie ist symptomatisch und besteht hauptsächlich in ausreichender Flüssigkeitszufuhr für die Sekretmobilisation und eine Rachen-Nasenspülung mit Kochsalzlösungen. Kann Ihr erkranktes Kind nachts aufgrund einer verstopften Nase nicht schlafen, helfen abschwellende Nasentropfen oder Sprays, die nicht länger als wenige Tage angewendet werden sollen. Hypertone Nasensprays wie Hysan-Salin-Spray ab 1 Jahr, Renomer Plus ab 3 Jahren oder Emser Nasentropfen schon ab dem Säuglingsalter können auch über einen längeren Zeitraum ohne Gewöhnungseffekt gegeben werden. Zur Schmerz- und Fiebersenkung kann Paracetamol oder Ibuprofen in altersabhängigen Darreichungsformen gegeben werden. Die Analgetika stehen als Zäpfchen, Lösung, Säfte sowie Tabletten und Schmelztabletten zur Verfügung. Zur Symptomlinderung bei Halsschmerzen haben wir unterschiedliche Präparate an Lager. Neben chemischen Wirkstoffen können auch pflanzliche Arzneimittel zum Einsatz kommen. Auch die Darreichungsformen sind vielfältig. Zum Beispiel Tonsipret-Tabletten für Kinder ab 12 Monaten, Neoangin Junior Halsschmerzsaft ab 1 Jahr, die Neoangin Halstabletten Junior für Kinder ab 4 Jahren, Echinacea Mund- und Rachenspray mit Sonnenhut, Salbei und Ringelblume. Meine Kollegin und unsere Homöopathie-Expertin Frau Bachmann hat noch einige Empfehlungen für Sie zusammengestellt. Zum Beispiel die Imodinaltropfen zur Infektabwehr und bei Fieber. Acropyron-Globuli lindern die Entzündung der oberen Atemwege, normalisieren übermäßige Sekretbildung und lösen festsitzenden Schnupfen. Die Bronchobini lindern Beschwerden wie Hustenreiz und Verschleimung. Otovoven ist die erste Hilfe bei Mittelohrentzündung und Ohrenschmerzen und Meteoreisen-Globuli unterstützen die Abwehrkräfte und stärken den Gesamtorganismus. Das Kinderimmunpulver ist ein Aktivkomplex und besteht aus verschiedenen natürlichen und wertvollen Inhaltsstoffen für ein gesundes Immunsystem. Die Immunkombination wurde für die ganze Familie, Schwangere und Stillende entwickelt. Eine gänzliche Vermeidung der RS-Virus-Infektion im Alltag ist schwierig. Allgemeine Hygieneregeln im öffentlichen Leben und in der Familie können ein Ausbreiten einer RS-Virus-Infektion minimieren. Ganz wichtig ist, bei Kleinkindern und Säuglingen sollte immer ein Arzt zu Rate gezogen werden und schützen Sie Ihr Immunsystem. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Wenn Sie noch Fragen haben, kommen Sie einfach zu uns. Wir beraten Sie gern. Bis zum nächsten Mal aus Ihrer Pluspunkt Apotheke Friedeburg.